Ja, ich habe mich mit diesen Dingen ja auch sehr auseinandergesetzt. Und mich hat natürlich Bachelard unglaublich fasziniert in Kombination im Wissen um René Achts Werke. Und da sind dann ja auch zwei größere Musiken entstanden. Einmal die Hausmusik, die sich auch auf Zitate von Bachelard beruft. Da waren 12 Sprecher. Und das Klavier als der Protagonist der Hausmusik, den es ja nur, diesen Begriff gibt es ja nur in Deutschland so. In anderen Ländern ist es dann Kammermusik. Aber dieses, das Klavier oder der Flügel, meistens das Klavier, war ja dann eben Hauptinstrument dieser Hausmusikbewegung. Das gehört zur Entwicklung der bürgerlichen Kultur schlechthin. Ja, ja, nach der Französischen Revolution hat sich das Volk ja die Kunst sozusagen, hat die geholt. Kunst vereinnahmt, konnte aber nichts mehr damit anfangen. Und dann ist euer Berufszweig ins Leben gerufen worden, um zu vermitteln. Ja, aber vielleicht nochmal auf deine Turmmusik, du hast ja jetzt da ein Werk geschrieben, das sich direkt auf Arbeiten von René Acht bezieht, ohne dass diese Komposition jetzt allerdings so eine Art Illustration sein soll. Nee, sollte es nicht sein. Aber Anlass war eben, dass wir Kontakt hatten mit dem Freiburger Turm T66. Das war ehemals ein Atelier des Malers Geiges. Ein dreistöckiger Turm, Erdgeschoss und zwei Oberstockwerke. Und dann wurde danach von Peter Dreher Seitenzweig der Kunstakademie Karlsruhe als Räumlichkeit benutzt. Und heute ist es eben Sitz des BBK, also Bund Bildender Künstler. Die machen Ausstellungen, diese Kulturturm und so weiter. Und da war dann der damalige Kurator Martin Kraus, hat uns gefragt, ob wir was machen wollten mit René Acht. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, in diesem Turm, in dieser architektonischen Situation eines Turmes, nur Turmhäuser zu zeigen. Ah, ja. Und da habe ich dann also auch eine Turmmusik geschrieben. Diese Turmmusik, da ist eben auch das Berufsbild des Türmers in Form eines Trompeters, in Person eines Trompeters als Akteur, der da sozusagen zwischen den Etagen zum einen vermittelt, indem er auf- und absteigt und Signale spielt und zum anderen die Existenz oder das Dasein, das Wesen des Turmes aus dem Inneren nach außen trägt. Und gleichermaßen, es sind natürlich auch da wieder 8 Sprecher involviert, die aus dem Umkreis, dem Freundesumkreis, Nachbarschaftsumkreis, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland zu Worte kommen und vor allen Dingen Bachelard, aber dann eben auch Henri Bosco und Joe Boscu und C.G. Jung zitieren. Und ich habe viele der Stimmen sozusagen in einer Sprachcollage auch zerstückelt, weil ich so die Assoziation dieser babylonischen Sprachverwirrung da auch einarbeiten wollte, die Heteroglossie, also dass alles durcheinander spricht, nicht mehr verständlich ist, bis es sich wieder klar äußert. Ja, das ist diese Turmmusik, die haben wir im Laufe des Tages, im Laufe des Vormittags heute hier im Museum auch noch mal produziert. Aber auch da ist es ja so, dass du auch nicht, also eigentlich analog wieder zu René Acht, ja dann einfach auch unterschiedliche Positionen zur Sprache bringst oder zum... Und auf diese Art und Weise auch, so ähnlich wie René Acht, das Werk andenkst, nicht abschließen, nicht sozusagen etwas Festes konstruieren, sondern auch eine offene Form dann auch zulassen. Ja, ja, unbedingt. Auch in der Musik, in dieser Klangarchitektur gehe ich auch von unten, aus dem Keller, aus den tieferen Klängen in das hohe, ätherischere,
Das ist sicherlich auch natürlich Charakteristik eines Turmes, indem man aufsteigt und von oben, dann öffnet sich der Turm ja nach allen Seiten und lässt die Welt wieder rein. Ja.